dann holen wir mal diese Felle. Was heißt denn das, Fahrthilfe? Fahrhilfe an. Nicht viel von der Fahrhilfe. Hier bin ich wohl schon richtig, oder was? Steig ab. Fuck. Oh. Oh je. Hi. Amita schickt mich. Anscheinend haben sie irgendein Problem mit wilden Tieren? Scheint so. Amita, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wölfe sind ein bekanntes Übel auf Kanan-Hof. Sie hat eine Menge getötet, aber dieses Jahr sind sie besonders aggressiv. Und ich sorge mich um sie. In der Nähe gibt es einen Tierbau. Säubere ihn. Ich glaube, dass Kanan Dinge auf ihrer Farm hat, die du einsetzen kannst. Und AJ, heute deine Abschüsse. Felle können wir immer brauchen. Gut. Die haben all die Schweinchen umgebracht. Böse Wölfe. Muss ich da jetzt unten durchgehen, weil das so ein Ding ist? Was ist denn das? Amita! Aha, da kann ich nicht rein. Was haben wir hier? Schon wieder ein Schwein totes? Toll. Oh oh. Wie ziele ich denn? Halten, um Pfeil zu ziehen, loslassen und zu schießen. Okay. Ich schätze mal. Spannend abbrechen. Voll daneben, oder? Oh nein, getroffen. Cool. Aber zwei Schuss ist ein bisschen schlecht irgendwie. Teebeutel, geil. Erreiche den Aussichtspunkt. Da unten sind noch welche. Kann ich da ins Wasser jumpen? Drücke Y, naja. So. Wo sind denn noch welche? Halt das. So, okay. Ich riskiere es lieber nicht, runter zu springen ins Wasser. Trau mich nicht. So, jetzt schauen wir mal, wo noch so Wölfe sind. Einen habe ich gesehen, aber mehr nicht irgendwie. Ist ein bisschen komisch. Da ist einer. Da ist einer tot. Pfeile, Bogen. Aha, oh. Okay. Ich gehe kurz ins Wasser, weil da hinten war ja eine Truhe. Irgendwo. Ich sehe fast nichts. Ein bisschen trüb. Irgendwo hier. Ah, da ist was. Voll. Ja, toll. Oh oh, das sind ja voll viele. Oh, die jungen Schweine, schnell, Mann. Gib Gas. Oh nein, scheiße. Oh!
Oh shit. Bleib stehen. Shit. Oh nein, jetzt ist das Fell kaputt. Ist ja auch bescheuert. So, jetzt komm her. Mein Kleiner. Jetzt habe ich dich aber. Auch nicht möglich. Beutetasche voll. Oh nein! Deswegen geht's nicht. Ich muss irgendwie. Wie kann ich die denn leeren? Warte mal, wo war das? Auf M? Sammlung. Nein. Beutetasche. Kann ich da irgendwas ablegen? Latexhandschuhe ablegen. Ach nee, ich mach lieber irgendwas Billiges. Ablegen. Sollte ich also eigentlich alles verkaufen, soweit ich das richtig sehe? Komm denn das mit? Herstellung? Oh, ein Waffengurt, geil. Geldbeutel. Köcher. Jetzt warte mal, jetzt schmeißen wir mal noch ein bisschen Zeugs raus. Plastikelefant, der kann weg. Die können weg. Hä? Achso. Stapel ablegen. Okay. Komm, nimm das mit. Gut. Heute Tasche fast voll. Wow, es wird dunkel. Oh oh. Nein! Oh! Gehst du weg? Okay, erstmal heilen. So. Okay. Meine Tasche fast voll. Aber hier ein paar Pfeile brauche ich noch. Und du? Mensch, ich kann ja nichts mehr mitnehmen. Hui. Wie viele sind denn hier noch von denen? Was hast du da? Hä? Waren das alle? Was ist hier? Jetzt fahren wir wieder hoch. Oh! Komm her, du Wolf, du. Na komm. Wo bist du? Komm her. Voll daneben. Ich möchte mir gern was herstellen, aber wenn ich die Wolfsfelle mitbringen soll, das ist ja auch irgendwie doof, oder? Ach so, hier bin ich ja gar nicht richtig. Ja, herstellen. Ich kann mir eh nur einen Köcher und eine Waffengurt bauen. Was ist das? Samba-Fell. Aha. Ja, ist egal.
fahr erstmal. Ich weiß echt nicht, was diese Fahrhilfe sein soll. Ups. Entschuldigung. Was denn jetzt? Ah, jetzt. Okay. Hey. Badra, wie geht's dir? Gut. Ich hab diese Felle mitgebracht. Ich dachte, ihr habt Verwendung dafür. Hm. Die sind gut, AJ. Aber behalte sie nur. Sie hat genug für ihre Tankerbilder. Wie war das, Tanker? Das hier handelt vom Leben eines Gurus. Das hier handelt vom Dämon Yalung. Hier geht es um die Göttin Kyra. Und das hier handelt von Badra, der nächsten Tarun Matara. Tarun Matara ist eine lebende Göttin, behauptet Sabal. Das ist kein Leben für ein Kind, als Objekt behandelt zu werden, als Ding. Danke für die Hilfe. Später zeigen wir dir, wie man sie verwendet. Na, dann bastel ich mir ein paar Sachen. Hätte ich jetzt gesagt. Bastel ich mir gleich so ein Waffending und das auch. Gut. AJ, geh zu Longinus, wenn du Zeit hast. Er ist ein Freund des Goldenen Pfads. Und wird dir für deine Hilfe danken. Longinus, sagtest du? Ja, er ist Waffenhändler und Priester. Ist das zu glauben? Longinus zickt nicht ganz sauber, aber wenn du Waffen brauchst, ist er der Richtige. Ich aktualisiere deine Karte. Waffen klingt gut. Was ist denn das? Mit dem kann ich auch fahren. Geil. Aber wo geht's jetzt hier hin? Das würde mich jetzt mal interessieren. Da geht's doch irgendwo hin, oder? Okay. Mein Freund Mahabir. Gut, dann fahre ich jetzt mal. Bist du in mein Quad? Hier. Na komm. Weg, Schweinchen, weg! Entschuldigung! Oh, warte, da kann ich verkaufen. Umkehren, umkehren. Komm zurück, Mann. Warte, 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 ich tu dir nichts. Steig aus. Hallo, hallo. Hallo. Wie kann ich heute helfen? Weiß nicht, schauen wir mal. Okay, okay. So, Verkauf. Alles verkaufen. Kupferdraht. Das verkaufen wir, das verkaufen wir. Nur die Felle behalte ich. Ich denke, das ist auch so gedacht. Wenn ich das richtig sehe. Reissack. Kupferdraht. Ich weiß nicht, ob ich den brauche zum... Egal. Ich hoffe, das hilft dir so auf deiner Reise. Wenn du noch irgendwas brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Danke. Und wohin jetzt? Wo muss ich denn? Nur da runter wahrscheinlich. Oh, was ist denn da los? Ich habe da irgendwelche Hänger drin. Das ist äußerst uncool.
Was mache ich denn mit den Pflanzen? Was macht ihr hier so? Es gibt hier nichts. Ich hoffe, ich bin richtig. Hey, was gibt's hier? Oh, was ist da los? Feuerchen? Ich glaube, ich fahre jetzt einfach querfeld ein. Auch wenn ich nicht weiß, ob das klug ist. Wow, was geht denn jetzt ab? Was ist denn da los? Da oben geht's voll ab. Was haben wir hier? Bin ich hier schon richtig? Nee. Aber hier gibt's ein paar Sachen zum Aufsammeln. So, schauen wir mal. Ah ja, ein paar Truhen. Platine. Geldbeutel voll. Da muss noch wo eins sein. Da. Zange. Muss ich dann ja gleich wieder kaufen gehen. So. Querfeld ein, verdrecken Quad, oder? Oh oh, es blinkt. Ist das schlecht? Ist es kaputt? Habe ich es kaputt gemacht? Ich glaube ja, oder? Ich könnte dahin sicher auch schnell reisen, oder? Wie war das mit der Schnellreise auf die Karte? Und dann einfach das Ziel. Wegpunkt. Okay, da kann ich nicht schnell reisen hin. Gut, aber ich bin eh gleich da. Weg, ihr Äffchen! Aus dem Weg! Oh, da wird irgendwie abgeknallt, oder? Ist das hier? Ich bin Longinus. Und du? Du bist Elgin. Willkommen in meiner Kirche, abseits der Kirche. Die Waffen verkauft? Natürlich. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Sie brauchen nur ein paar gute Waffen. Offenbarung 5.5. Ein sehr inspirierender Text. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe vom Geschlecht Judah, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Unser Erlöser. Und unser Erlöser kehrt zu uns zurück als Löwe, als ein Krieger. Also, da sagte ich zu mir selbst, würde Gottes Sohn wiedergeboren, welche Waffe würdet ihr wählen? Was? Wenn Christus zurückkehrt, um die sieben Sieger zu brechen und die Entrückung zu bringen, kehrt er als Löwe zurück, oder? Ein Löwe braucht Zähne. Welche Waffe würde Jesus wählen? Deuteronomium 32, 47?
Das ist kein leeres Wort für euch, sondern euer Leben. Oder Sprüche. Sprüche 19,11. Ein vernünftiger Mensch kann seine Gefühle beherrschen. Ich habe keine Ahnung. Ein Soldat weiß es. Ein Soldat weiß es immer. Denn wir haben die Entrückung gesehen und überlebten sie. Man braucht Waffen, um Gutes zu tun, AJ. Denn jede Waffe ist eine Bibel. Und jeder Schuss ist eine Predigt. Und für jeden Funkturm, den du befreist von Pagans Lügen, gebe ich dir etwas. Zur Belohnung. Das ist Gottes Wille. Hier. Das ist für den Ersten. Banapur wird angegriffen. Wir brauchen Krieger hier. Sabah, sofort. Was ist passiert? Sie werden angegriffen. Bleibt weg, Scheiße. Und er sprach zu ihnen, gehet hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der gesamten Schöpfung. Oh shit, was ist jetzt los? Fahr, 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 fahr! Ich wünschte, du könntest dich an damals erinnern, AJ. Deine Mutter und ich mit dir auf ihren Hüften. Ach, was waren das für Zeiten. Sie war nie glücklicher als damals und von mir kann ich wohl dasselbe sagen. Wir hatten viele Pläne, nicht nur für unsere Familie, sondern für Kyrat. Ich war nicht immer so. Mir fehlt diese Zeit aber. Es ist zu spät. Ich habe es versucht, wirklich versucht. Dieses Land ruiniert dich. Lass dich nicht von ihnen runterziehen, AJ. Deshalb hat die Schwari dich nicht hierhin zurückgeschickt. Ich wollte die eigentlich über den Haufen fahren, aber das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte. Aus dem Weg! Ich bin gleich da. Oh. Shit. Steig aus. Ich bin hier, Sabah. Wie kann ich helfen? Verdammt, bleib in Deckung und rette, wen du retten kannst. Ich bin in der Nähe und bringe gleich Hilfe. Oh, ich brenne, ich brenne. Wow. Die Pisser. Das war keine Absicht. Shit. Wisst ihr? Feuer! Feuer! Nein! Ich habe Kinder! Irgendwo ist noch einer. Aber wo? Kletter da hoch, schnell! Okay. Wo sind die denn jetzt hin? Da waren doch gerade noch voll viele Punkte. Da oben!
Waffe haben. Wie denn? Meine Fresse, von oben vielleicht. Geh da hoch. Schnell! Geh da rein! Vater, wo bist du? Oh. Hier, komm her. Puh. Menschen müssen sie sehen, das beruhigt sie. Sie ist nur ein Kind, Sabal, und sie ist verängstigt. Ich bringe sie heim und dann kümmern wir uns um das Volk, okay? Danke. Alles wird gut. Oh. Das ist also der Preis für AJs Rettung. Wir attackieren Pauls Haus, er schlachtet ein ganzes Dorf ab. Das ist nicht AJs Schuld, sondern meine. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Sie haben den Außenposten und sie haben Geiseln. Gut, erst den Außenposten. Ohne ihn können wir nichts machen.